Hi, willkommen zurück bei Patricks Finanzen und viel zu tun, ja, viel zu tun. Aber noch vor Weihnachten wollte ich das Video für euch machen und ich fange einfach dann direkt damit an. Frohe Weihnachten, schönes Fest wünsche ich euch, schöne Feiertage, hoffentlich habt ihr Zeit für die Familie und müsst nicht allzu viel arbeiten. Und wir gehen jetzt einmal schnell durch drei Kalenderwochen. Das sind noch kleine Sachen, deswegen habe ich die zusammengefasst. Und da haben wir Kalenderwoche 48, 49 und 50. Und ohne groß Palaver gehen wir jetzt direkt rein. Also, Kalender 48 haben wir gehabt. Costco 10 Euro. Soll bringen 7 Cent. Dann haben wir gehabt E.ON 25 Euro. Soll bringen 1,5 Euro. Und Ping An Insurance 15 Euro. Soll bringen auch 1,5 Euro. Die es wissen, letztes Video oder vorletztes Video gesehen haben, ich habe fast alle Sparpläne gestoppt bei der Consorsbank, nicht weil ich nicht mehr da happy damit bin, sondern weil die Comdirect diese Aktion hat, ich glaube bis Ende des Monats, müsst ihr nochmal schauen, guckt mal selber nach, dass ihr neue Sparpläne, also nicht welche, die ihr schon gehabt habt, sondern neue WKN sozusagen, Aktien, die bis Ende 2024 ohne Gebühren besparen könnt. Außer die blöden Vorzugsaktien, mit den Namensaktien, nicht Vorzug, sondern Namensaktien, wie zum Beispiel E.ON eine ist. Da gibt es nämlich diese blöde Gebühr bei der Comdirect, die kann man auch nicht abschalten. Ich habe angerufen gehabt, geht leider nicht. Deswegen habe ich E.ON nach einer Ausführung wieder direkt rübergezogen zur Consorsbank und lasse ich da weiterlaufen. Und die anderen beiden habe ich einfach nur laufen, damit ein bisschen was da ist. Ne? Also Costco hat ja die Sonderdividende angekündigt, mega, mega geil. 15 Euro brutto, oder 15 Dollar, glaube ich, waren es gewesen. 15 Euro, 15 Dollar brutto pro Anteil, die sie, ich glaube, am 4. oder 14. irgendwie sowas ja nur ausschütten werden. Ja, ich habe nur 1,2 Stück, also wird nicht viel dabei sein. Sven, der hat ein paar mehr. Grüße, Sven, ne? Grüße Jonas, Grüße alle. Und ja, also 50 Euro haben wir investiert in der Kalenderwoche, so bringen 2,17 Euro. Dann springen wir rüber zu Kalenderwoche 49, da haben wir gehabt Gladstone Investment, da habe ich 18,8 Stück nachgelegt, aber 260. Eigentlich wäre es genug gewesen, aber der Dollarkurs ist einfach so beschissen momentan, dass ich wieder unter diese 20 Euro gefallen bin. Unter 10 Euro gefallen bin, monatliche Dividende netto. Deswegen muss ich da nochmal ein paar Anteile nachlegen. Also 2,5 Anteile habe ich jetzt ausgerechnet, damit ich so einen kleinen Puffer habe, falls der Dollarkurs nicht noch weiter absackt. Ne? Also das kotzt mich momentan ein bisschen an, aber ja, what to do. Dann haben wir Main Street Capital, haben wir nochmal nachgelegt. Auch da ein Stück und auch da fehlt mir noch wieder was. Eigentlich hätte es gereicht, aber auch da muss ich noch ein bisschen was nachlegen. Ein Stück vielleicht oder ein halbes, muss man schauen, damit ich da über die 20 Euro rüberkomme, weil jetzt bin ich so bei 19,92 Euro oder irgendwie sowas. Ja, und das ist einfach nur nervig. Ne? Aber die Positionen an sich sind voll. Da soll nicht wirklich, da kommt nicht mehr viel, sondern einfach nur so, damit ich über diese Beträge rüberkomme. Ne? Dann haben wir Rolls-Royce neu dabei. Das ist einfach nur, ich probiere es mal, ne? Weil Rolls-Royce läuft gut. Die Airline-Industrie, die hat wieder ein Pickup. Rolls-Royce baut halt die Motoren für sowohl Airbus als auch für Boeing, soweit ich mich jetzt reingelesen habe. Und ist auch gut gelaufen, die Aktie. Hätte ich mal von einem Jahr reingegangen oder wäre ich mal von einem Jahr reingegangen, hätte ich jetzt irgendwie 200% Gewinn schon drin. Finde ich aber interessant und deswegen probiere ich so peu à peu klein. Ne? Alles bei Trading Tour Tour übrigens. Ne? Und dann habe ich noch Legal General. Die habe ich jetzt schon drin gehabt und da baue ich auch so klein auf. Die zahlen zweimal im Jahr, auch eine englische Firma. Also keine Withholding Taxes, ne, sondern Brutto-Netto in dem Sinne. Und die zahlen Dividende zweimal im Jahr, wie gesagt. Insgesamt 289 investiert, soll bringen 29,28 Euro. Und dann haben wir noch gehabt Kalenderwoche 50. Und da haben wir gehabt Train to Anto Vici. Die hatte ich ja schon im Depot, da habe ich nur aufgestockt, damit ich auch da über die 10 Euro komme. Und gerade eben habe ich gesehen, sind genau 10 Euro. Also, ja, falls der Kurs da auch weiterfällt mit dem Dollar, könnte es wieder runterrutschen. Also die drei, Main Street Capital, Gladstone Investment und Vici, muss ich im Auge behalten. Die anderen beiden muss ich machen. Vielleicht muss ich hier auch nochmal 0,25 Anteile nachlegen, damit ich so ein bisschen drüber bin. Schauen wir mal. Ne? So, dann ging es weiter mit Legal General. Da mache ich peu à peu einfach immer mehr drauf. Ja, da haben wir jetzt 6,75. Ich glaube, irgendwo war da gerade von der Zahl her falsch, aber 6,75 haben wir auf jeden Fall richtig jetzt. Und die haben auch relativ interessante Dividendenrendite. Also für alle Dividendenjäger, schaut euch das mal an. Ne? So, und dann hatten wir die Sparpläne bei der Comdirect gehabt. Das waren die normalen Sparpläne. Das war einmal Apple, Johnson & Johnson, McDonald's, Microsoft, Pfizer, Procter & Gamble und 3M. Und da seht ihr, insgesamt haben wir investiert 299,05, Gebühren 3,17 Euro.
Dividende soll bringen 12 oder 16 brutto. Und somit sind wir einmal durch. Und dann können wir uns anschauen, Dividiary. Und wir sind jetzt Depotwert bei Dividiary 97.458, 97,5. Die Rendite ist bei 3,69% netto. Und ihr seht, 12 Monate Forward-Dividende sind bei 3.153,02 €. Und wenn wir runter scrollen, dann seht ihr hier, könnt ihr euch das mal anschauen. Ist auch unten verlinkt, wenn ihr mal ein bisschen euch da durchschauen möchtet. Die größten beiden Dividendenzahler sind Main Street Capital und Gladstone Investment. Deswegen wird auch nicht mehr weiter investiert, außer diese 0, irgendwas Stück oder ne, ein, zwei Stück, was dann auch kommt, damit die Dividende schön reinkommt. Also wie gesagt, Main Street Capital bringt mir 20, also 240 im Jahr ohne Sonderdividenden. Und Gladstone Investment bringt mir 120 im Jahr ohne Sonderdividenden, beides Monatszahler. Ne? Und die Dividenden werden benutzt, um die anderen Titel, die ich bei Trading 212 habe, auszubauen. Ja? Eben und auch das Risiko wieder runterzunehmen, weil da schon relativ viel von den beiden kommt. Also ihr seht es, zusammen sind es 18,5% fast und das ist schon viel. Ne? Und nicht, dass da irgendwas passieren sollte. Aber ja, wenn wir weiter nach unten gehen, seht ihr das. Durchschnittsdividende pro Monat, schöne runde Summe, 278,50 €. Wir nähern uns, also wir haben die 275 überschritten, was mich sehr freut. Und wir nähern uns dann jetzt langsam den 300 € Schritten. Und wie gesagt, wenn wir jetzt hier haben 3.153, wir brauchen ja 3,6, damit wir die 300 knacken pro Monat im Durchschnitt. Also sind es dann noch 450 € ungefähr, die fehlen. Weiß ich nicht, ob wir das schaffen werden, denn meine Taktik wird sich ein bisschen ändern im 2024, aber dafür geht es dann ein separates Video irgendwann, wenn ich wieder zurück bin, weil wir fahren heute nach Berlin und ich hoffe, dass nicht irgendwelche, also so ein Streik meinetwegen, Bauern uns die Autobahn zustreiken, denn wir wollen durchkommen. Wir haben 900 Kilometer zu fahren und das, da hätte ich keinen Bock drauf, dass die jetzt da irgendwie was veranstalten. Ne? Der Zweck ist gut, aber bitte nicht heute. Macht's morgen. Ne? Ja, so viel dazu und dann schauen wir uns Performance an und da ist das so. Shell und Apple haben sich jetzt mittlerweile drei, vier Mal abgewechselt als erste Position. Jetzt ist wieder Shell weiter oben. Ansonsten auf den nächsten Rängen passiert nicht viel. Das ist alles relativ gleich. Gladstone ist da. Da wird jetzt auch nicht weiter wirklich viel passieren. Und dann haben wir die Tausender-Marke. Die gucken wir uns ja immer an. Da haben wir Holcim ist drüber und Diageo ist drunter. Und die 500er-Marke haben wir hier. Shin-Etsu ist drüber und Taiwan Semiconductor ist drunter. Ansonsten, sag mir mal bitte, ich habe ein ETF, das ist der Lux 0FS ETF. Wo haben wir dich, du blödes Ding? Da, blöd. Der hier ist es, der Lux 0FS. Und der hat im letzten Jahr zweimal ausgezahlt, einmal im Sommer und einmal im Winter. Dieses Jahr haben sie es jetzt geändert und haben es nur auf Dezember gemacht. Und die Dividende haben sie einfach halbiert. Ja, ich weiß nicht, ob da, das wurde nicht so kommuniziert, es wurde einfach kommuniziert, dass die da irgendwie was zusammen fassen und was ich was machen. Und ich habe angenommen, okay, die Dividende, die jetzt im Juni nicht gekommen ist, die kommt dann zusammen als große Dividende im Dezember. Aber Pustekuchen, Kack ist, ne? Die Dividende haben sie einfach nur die Dezember nochmal ausgezahlt und die aus dem Sommer haben sie einfach einbehalten. Ja? Also wenn ihr darüber mehr wisst, würde ich mich freuen. Ansonsten muss ich echt mal Luxor anschreiben und also den ETF-Herausgeber anschreiben und mal fragen, was zur Hölle da los ist, Alter, wo das Geld ist. Ja, was kann ja nicht sein, dass sie einfach sagen, ja, wir konsolidieren da irgendwas und fassen irgendwelche ETFs zusammen und dann klauen sie einem das Geld sozusagen, ne? Was eigentlich angedacht war. Also klauen, ne? Ihr wisst, was ich meine. Das kotzt mich ein bisschen an. Aber gut, das Video ist lang genug. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, guten Rutsch. Wird noch vorher noch ein Video kommen. Dann wird es auch noch ein Video geben mit den Zielen fürs nächste Jahr. Denn da hat es sehr viele Änderungen für uns. Und ich, ja, seht ihr im nächsten Video. Ja? Also, macht's gut, bleibt gesund. Bis dann, Peace, ciao.